Welcome to WrestleMania. Was hier abgeht. WWE 2K24 ist jetzt seit einiger Zeit draußen. Im Januar wurde ich ja schon zum Royal Rumble eingeladen. Da war ich beim Hands-on-Event zu WWE 2K24. Und jetzt war es WrestleMania. Ein Lebenstraum ist für mich in Erfüllung gegangen. Vielen Dank an 2K, die mich hier eingeladen haben. Ihr könnt euch jetzt in der Videobeschreibung den Season Pass sichern. Da geht's ab dem 15.05. schon los mit dem ersten Content Piece. Da sind dann WWE Superstars drin, wie zum Beispiel CM Punk. Einer meiner absoluten Favorites. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schaut da gerne in die Beschreibung. Und jetzt genießt mein einmaliges Erlebnis bei WrestleMania. So Leute, hier ist die WrestleMania World. Wir haben hier so einen richtig krassen Eingang, richtig krasse Entrance. Ich zeige euch das nochmal. So Leute, ich bin in Philadelphia. Hier ist WrestleMania Week und hier wird absolut hochgefahren. Es wird einfach ein geiles Wochenende. Macht euch auf was gefasst. Welcome to WrestleMania, Leute. Also es ist für mich absoluter Kindheitstraum, der sich hier gerade erfüllt. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hier auch schön oldschool ECW. Sind auch noch einige andere Leute mit dabei. Haben wir hier den lieben Shiny, auch absoluter Wrestling-Fan. Dann haben wir noch den Erne. Ich dachte immer, du zockst nur FIFA. Ich habe einen Gaming-Kanal, da mache ich WWE und alles andere. Ja. Wir gehen jetzt hier zu unserem ersten Interview-Spot. Wir haben gestern schon The Rock gesehen auf der Bühne. Das war einfach nur krank. Und da hinten wird schon so ein bisschen getestet, was heute so geht. Ja, wir sehen uns später wieder, Jungs. So, ihr habt ja schon mitbekommen, ich war ja auch im Januar schon hier beim Royal Rumble. Und das Ganze wurde gesponsert und auch diesmal von 2K. Ja, also vielen lieben Dank für die Einladung. 2K Games hat ja das neue WWE 2K24 wieder rausgebracht, wie jedes Jahr eigentlich so. Da gibt es jetzt übrigens auch den Season Pass. Checkt das gerne mal ab in der Videobeschreibung. Da gibt jetzt noch einiges. Da kommen noch einige DLCs mit super vielen Superstars. Vor allem im ersten DLC ist unter anderem CM Punk dabei. Und es gibt in dem Spiel neue Matchtypen, die es vorher noch nicht gab. Zum Beispiel ein Casket Match, Ambulance Match, einige neue Moves und sowas. Also schaut da gerne mal vorbei. Kuss geht raus. Kauft das neue Red Bull. Du bist ja ewig schon auch Wrestling-Fan, ne? Ja, seit 100 Jahren oder so. Seit 2008 würde ich sagen. Ja. Richtig krass. Hast du Bock? Ja. Hast du Bock? Ja. Ich bin jetzt hier gerade in Philadelphia und hier ist einer, der bei der WWE World arbeitet. How did you recognize me? I saw you walk in, cash drop, Spandau, electric callboy. So awesome, thank you, man. Yeah. So geil. Alter, hier laufen einfach Leute random rum und sagen, sie haben mich in einem electric callboy Video gesehen. Das ist ja einfach insane in Amerika, Junge. Das ist schon ein Moment gewesen jetzt. Was, wer spielt wen? Shawn Michaels auf Steini und? Ja, der Tactics? Beste, the Goat. Randy. Alter, sehr gut, Jay. Bleib da stehen. Ich finde, das machst du super. So sehen hart arbeitende Männer aus. Steini, der sieht einfach hochkonzentriert aus. Der will nicht verlieren. Der will gewinnen. Aber warum bist du Schalke-Fan, fragen wir uns dann. So, Shawn Michaels hat gewonnen. Was war jetzt der Wetteinsatz nochmal? Retro muss er jetzt machen gehen. Ich mach mir einen Steini's The Rock Bull auf der Hinterbacke. The Rock Bull? Ja. Yeah. Wow, here we go. What's the video? We're just gonna stare at your face. But you, this is your channel. Yes. Socks and underwear. Socksandunderwear.com. Subscribe, guys. He has the best socks in the game. So, hier ist der WWE Superstore. Ja, also du kannst hier wirklich alles holen. Aber die Preise, die sind auch stolz, muss man sagen. Also da kann man schon mal gut sein ganzes Vermögen lassen, wenn man jetzt hier mal so eine Tasche voll macht, sag ich mal. Ne? So Leute, ich war ja schon wieder shoppen und Conny ist übrigens auch wieder mit dabei. Fahren wir heute Abend zu SmackDown. Da gibt es die Hall of Fame. Dann sind wir morgen bei WrestleMania. Vorher noch NXT. Mal schauen, wie es wird. What you gonna do, brother? So, Freunde, hier schön. Alte Häuser, viele schöne alte Häuser, da ist auch ein schönes altes Haus. Verstehst? Alter, das ist ein tolles Bild. Guck mal, süß. Steini, was sagst du? Ich bin ehrlich zu dir, ne? Das sieht schon geil aus. Tanz mal. So, WrestleMania Weekend geht jetzt offiziell los. In der Halle findet heute SmackDown statt. Und die Hall of Fame Ceremony, Alter. Und da. Direkt ihm an. Das Lincoln Financial Field. Da ist morgen und übermorgen WrestleMania. Verrückt. Also so, wir sind jetzt gerade angekommen. Wir kriegen jetzt schon das erste Match. Welcome to WrestleMania.
Na Leute, es ist einfach crazy. Wir sind einfach seit 2 Tagen hier. Das ist das erste von 2 Events heute, weil wir gehen gleich noch rüber ins Stadion. Und dann ist da einfach WrestleMania Night One. Das ist einfach insane. Ich bin seit fast 30 Jahren bin ich Wrestling-Fan. Und jetzt sitze ich hier einfach. Egal, wir gucken mal, wer hier gleich so ein bisschen catcht. Hier gibt es erstmal ein kleines Stück Pizza für den Steini. Guck mal. Hier Pause bei NXT, beziehungsweise wir haben einfach Essenspause gemacht und da geht's weiter. Ja, uns hat es jetzt nochmal nach draußen verschlagen. Wetter ist eigentlich okay. Und da ist gleich WrestleMania. Und ich habe das noch nicht erzählt, aber hier in diesem Stadion, also das wirklich einfach nur die Straße rüber ist, da ist gleich Public Viewing für die Leute, die keine Karte mehr bekommen haben. Wir lassen uns jetzt hier das gut gehen und dann gehen wir gleich rein. So Leute, WrestleMania, holy shit. Das ist das Stadion. Das ist der Ring, da ist das WrestleMania-Style. Es ist insane. Guck, alle mit der Kamera. WrestleMania. Ich bin jetzt einfach hier in Philadelphia mit richtig coolen Leuten, die hier oben alle gerade am Chillen sind, noch am Vloggen sind. Ja, und jetzt bin ich hier. Es ist komplett crazy. Es geht los, Leute. WrestleMania 40, Digga. Da ist eine Lampe an, da kann man Gürtel gucken. Das ist er, nee. Und die anderen sind auch alle da. Yeah! Oh my God! The fuck? Erstes Match ist vorbei. Rhea Ripley hat gewonnen. Die ist immer noch Champion. Alles einfach geil. Toll, toll, toll. Wie fandest du Lil Wayne? I'm a young millionaire. Gerade ist der Kampf zwischen Gunther und Sami Zayn vorbei. Guck dir mal Keller an, Alter. Keller hat gar keinen Bock mehr. Ich freue mich für Sami, aber das ist Bullshit-Booking. Ja, also wie ihr seht, die Stimmung ist sehr gut. Jetzt kommt The Rock, jetzt kommt der fucking Rock. Bruder. Acknowledge ihn jetzt. Ich acknowledge hier überhaupt nicht. Aber heute, morgen nicht, aber heute. Aber fucking Roman Reigns, Alter. Jetzt geht's los. Ja, Mann. Geiler Typ, Junge. Einfach Seth Rollins, Cody Rhodes, Roman Reigns und The Rock. Jetzt haut euch auf die Fresse. Oh. Das Match ist gereimt wie ein guter Wein. Gerade ein Bloodline-Match hier. The Rock hat jetzt hier gerade Cody gebündelt. Jetzt gibt's morgen Bloodline Rules. Habt ihr gesagt, da kommt ein Feuerwerk? WrestleMania Nacht 1 ist jetzt fertig. Wir gehen jetzt hier gerade so langsam raus. War auf jeden Fall kalt. Weiß nicht, wie fandest du es? Ja, das war mein erstes Mal. Ne? Das war schon cool. Die Jungs sagen auch, man hätte mehr erwartet von 40, ne? Mehr Ansagen dazwischen. Ja. Kampf. Ja, ich muss auch sagen, also ich fand es halt ein bisschen zäh irgendwie. Lil Wayne irgendwie 5 Sekunden und dann, das war's. Und ja, hat ja irgendwie eine Ente irgendwie. Das war ganz komisch. Ja.
Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen oder vielleicht kurz noch im Hotel. Wir sehen uns jetzt mal raus. So Leute, ich bin jetzt bei der WrestleCon angekommen. Das ist quasi kein offizielles WWE-Event. Das ist einfach generell in der Stadt, wo WrestleMania stattfindet, ist dann immer WrestleCon. Und wir sind auch alle am Start hier, ne? Was kann man hier machen überhaupt? Also grundsätzlich, wenn die Leute das nicht kennen, sag ich so einen Flohmarkt. Da gehst du eigentlich an jeden Tisch und wühlst ein bisschen. Hier hast du an jedem Tisch sozusagen einen Wrestler sitzen. Sehr viel Indie auch oder sehr viel aus Japan und so. Teilweise sogar AEW oder WWE Hall of Famer. Da haben wir uns letztes Jahr so ein bisschen drin verliebt, fanden das mega, hat uns richtig imponiert, sagen wir mal. Und jetzt sind wir hier und schauen uns das alles nochmal an, weil es kommen auch natürlich jedes Jahr neue Wrestler dabei. Und dann kannst du hier Autogramme, Fotos machen. Übrigens, wenn ich auf Kopfhöhe bei mir filmen würde, würde ich so. Kauf dir doch mal was. Ja, ich habe überlegt, ob ich den nach vorne kaufe, Alter. Hier den coolen Razor. Dein Koffer aufgerissen. Das ist halt der King, Junge. Du musst auch mal knicken und ins Handgepäck tun, ne? Oder du nimmst das und schneidest das hier ab, wo die Unterschrift beginnt. Dann hast du auch. Kannst du ein Handgepäck packen in den Rucksack. Steini, was hast du hier so ausgesucht? Hier, was für das Bett noch? John Cena. Ach nee, ist er gar nicht. Oh, Dicker. Ist nicht sogar auch halb deutsch oder so? Alexa, mach mal Licht aus. If you're in Germany and you got problems with ein Dutch Spender. S-A-W-F-T, soft, we're going to the finals, we're taking over, get the hell out of town. So, wir waren jetzt hier bei der WrestleCon, ihr habt jetzt gesehen, es war gar nicht so viel, was ich da gezeigt habe. Das Video mit Enzo natürlich komplett broken. Aber ich fand es ein bisschen sad, wie das so für die ganzen Wrestler und Wrestlerinnen da aufgebaut ist. Ich meine, die machen das natürlich auch irgendwie freiwillig und ich glaube, für viele Fans ist es auch cool. Es hat für mich so ein bisschen an Glanz verloren. Mal schauen, was noch so geht. Heute Abend ist ja auch noch ein kleines Event, wo wir hingehen, ne? WrestleMania Night 2, Digga. Conny, du bist übrigens auch im Bild. Hallo, ich hoffe, da dass ich... was Gutes. Stimmt, willst du mal zeigen? Sehen hier, schönes Rear-Bild. Was hast du gelöhnt? 60 Dollar. Guck mal hier, ne? Wie lang so eine Straße ist. Ihr seht es jetzt nicht so gut wegen des Lichtes, aber toll. Macht Spaß hier. Also Leute, es gibt ja eine Sache. Ich mag den NE, mag ich ja sehr gerne. Aber wir waren eben vor 10 Minuten essen und er will jetzt schon wieder essen gehen, Alter. Gerne, ich bin in Amerika, um zu essen. Wohin gehen wir jetzt? Five Guys. Ein wilder NE in Philadelphia. Süß. Ja. Toll, also das Leben genieße, versteht ihr, wie ich meine? Wir sind wieder da. Jay hat eben kurz geschlafen im Bus. Der hat 30 T-Shirts an. Weil gestern haben wir alle gefroren. Deswegen dachten wir, heute ziehen wir uns wärmer an. Ja, ich habe heute American Dream. Nicht American Dream, American Nightmare. So. Das Ding ist halt, für mich ist halt wirklich scheißegal, wer heute gewinnt. Ich bin Roman Reigns Fan, ich bin Cody Rhodes Fan. Es ist beides geil. Heute generell die Matches sind ziemlich nice. Wir haben Drew McIntyre gegen Seth Rollins mit CM Punk als Co-Kommentator. Ja, noch eine Reihe anderer geiler Muppets da, die da einfach komplett heute freigehen, oder Steini? Ja, wir sitzen wieder genau da, wo wir gestern saßen, Freunde. Ja, heute das gleiche Programm wie gestern, halt natürlich mit anderen Matches. Wir sind gespannt, ob heute ein bisschen mehr geht, was so Überraschungen angeht. Und dann geht's noch demnächst los. Also gleich kommt Seth Rollins und der hat einfach einen kompletten Zirkus dabei, Junge. Junge, ey, was sind das für Leute? Ja, was hat er da für eine Mannschaft dabei, Alter? Ein Zauberer von uns, ey. So, also der Seth Rollins Circus, der ist jetzt auf jeden Fall angekommen. Und er hat das schon eine ganz andere Dynamik von Anfang an. Das erste Match geht komplett steil. Drew McIntyre hat irgendwie während des Matches angefangen zu tweeten. Jetzt hat er von CM Punk hier schon den Finisher geklaut. Also der Sonntag ist von Anfang an ganz anders als der Samstag. Ich find's mega geil. Seth Rollins gegen Drew McIntyre, erstes Match. Drew gewinnt das Ding. CM Punk verprügelt Drew, dann kommt Damian Priest Cash rein, kompletter Eskalation, Junge, ist einfach nur heftig. Wir sind komplett, wir sind alles in hier durch, komplette Stadion steht, Alter, Wahnsinn. Alter. Junge, okay, jetzt ist hier einfach ein Show Speech. Der wird, kriegt jetzt einfach ein RKO von fucking Randy Orton, Alter. Yes. Oh mein Gott! Einfach fucking RKO gegen Speed, Junge, gegen Speed. Please welcome the Philadelphia Eagles cheerleaders and welcome back WWE Hall of Famer Snoop Dogg! Piss dich da, Mann! Is anybody out there ready for the main event? Yeah! So say hell yeah! Hell yeah! Say hell yeah! Hell yeah! Adrenaline! Let it go! Every night I find control! Whoa! Whoa! Yeah! Oh my God!
shit! Holy shit! Holy shit! Digga, Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Rock und Cena, Alter, Junge! Digga! What? No, 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 no! Einfach der Undertaker! 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 Was hier abgeht, das ist einfach, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Wir kommen alle nicht auf unser Leben klar, es ist viel zu krank gerade. WrestleMania ist jetzt vorbei. Wir haben alles gesehen, wir haben alles miterlebt. Samstag war so ein bisschen kritisch. Man hatte so das Gefühl, die kommen nicht so richtig in Fahrt. War natürlich trotzdem ein geiles Event. Ich hatte coole Leute dabei. René, Steini, Jay, René. Einfach cool, dass wir das jetzt hier gemeinsam erleben durften. Aber heute hat wirklich alles getoppt. Und es war wahrscheinlich auch so mit der gesamten Story eines der krassen WrestleManias, die ich hier erlebt habe. War auf jeden Fall krass. Ich habe mega viel mit rumgebrüllt. Ich habe mega viel mit rumgeschrieben. Undertaker gesehen, John Cena gesehen, Rock gesehen. Es war einfach komplett crazy. Es ist einfach nur heftig. Und vielen Dank natürlich nochmal an 2K, die mich hier eingeladen haben, das Ganze hier mitzuerleben. Holt euch den WWE 2K24 Season Pass. Also macht es bitte, weil sonst komme ich hier nicht mehr her. War mega geil. Es gibt jetzt noch ein paar Eindrücke. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Vielen Dank. Das war WrestleMania. Da ist nochmal die Stage. Das ist Conny. Ich bin Kalle. Das war geil. Ja Leute, es ist jetzt gerade so, wir sind jetzt nochmal zur WrestleMania World gefahren und ich bin ja schon mein Leben lang ein riesiger NWO-Fan. Du lass mich jetzt tätowieren. Ich lass mich jetzt bei ihr tätowieren. Ich habe mich seit, glaube ich, 8 Jahren nicht tätowieren lassen, also mal gucken, wie es wird. Ja, also ich habe es jetzt gemacht. NWO ist jetzt auf jeden Fall auf meinem Arm verewigt. Thanks to Jessie, who is doing it for me. Check her Instagram right here and I will move on. Danke. Okay.